Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 17 im Saisonmodus mit den Thomas of Ice Tigers hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute zu Gast beim vierten, den Eisbären Berlin. Das könnte ein spannendes Spiel werden. Das nächste Topspiel, zuletzt gegen die Straubing Tigers, jetzt gegen die Eisbären. Wird spannend. Ich denke, wir gehen direkt rein ins Spiel. Ich habe nämlich nicht ganz so viel Zeit. Ich muss das Spiel schnell hinter mich bringen, dann schnell duschen und dann muss ich weg. Auf jeden Fall. Wir schauen mal, wir haben wieder auf All-Star hochgestellt, falls ihr die letzte Folge verpasst habt. Also es wird deutlich schwieriger wieder. Hatte man gegen Straubing schon gemerkt. War eine enge Partie. Und jetzt mal gucken, was die Eisbären so drauf haben. Steven Weinbrech gegen irgendeinen Wilson. Können wir einen Kevin vorstellen oder Kent. Bulli geht an Steven Weinbrecht. Andrew Kosek geht rein, da kommt ein guter Poke-Check. Schöner Pass zu Tubert, aber der in die Fangen von Petri Vehanen. Erneut Weinbrecht an Bulli. Gewinnt das nochmal. Danny Sivert mit dem Schuss und das ist kein Beinstellen, wollte ich mir erzählen. Aber schöner Poke-Check da von Colton Tubert. Harter Check an die Bande da. Nochmal ein schöner Poke-Check von Tubert. Oh Gott, nein. Oh, und das ist ein Beinstein jetzt von mir. Ist klar, Leute, ist klar. Können wir den Puck jetzt mal wieder bekommen? Nein, wir haben ihn immer noch nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Danke. So, 3,5 Minuten gespielt, erstes Powerplay für Berlin. Oh, oh, oh. Mal gucken, David Steckel am Bulli. So. Festerling bringt den Puck erstmal weit weg vom eigenen Tor. Das ist gut. Valentin Busch spielt im ersten Penalty-Kill. Hat ein Overall-Rating von 45 oder sowas, aber spielt das erste Penalty-Killing für uns. Ich will jetzt nicht sagen, dass das knapp war, ne? Aber... Das hätte auch anders ausgehen können, beinahe. Schöner Punktcheck da von Steckel. Und Icing von Berlin. Das ist sehr gut. Wir haben das Unterzahlspiel gut überstanden. War eine brenzlige Situation dabei, aber das gehört dazu. Phil verliert sein Bulli, leider. Schade. Da checken wir ihn ins eigene Tor rein. Da wollte er sich auch gleich für revanchieren. Phil Dupuis gegen Darren Over. Bulli geht an Dupuis. Der bringt ihn rüber zu Mibes. Mibes gibt's noch? Ja, der hat in den ersten Spielen mal gespielt, aber dann war er weg. Warte mal, das war nicht so ein cleverer Pass. André Rankel da vors Tor. Gefährlicher Pass. Yasin Edels kriegt den Puck dann nicht. Mibes mit einem guten Block da mehr oder weniger. Oh, nochmal ein guter Block von Mibes. Tobi haut ihn erstmal raus. Das wird ein Icing geben. Es gibt kein Icing. Warum gibt es kein Icing? Immer noch Mibes auf dem Eis da. Cyril kommt da nicht zum Puck. Darren Over mit dem Schuss. Nee, Darren Over mit der Vorlage. Und dann ist das 1-0 von Lauren Braun, denke ich. Büschen verdeckter Schuss für Jochen Reimer. Der hat nicht so viel gesehen, glaube ich. Lauren Braun, ja, zweites Saisontor. Schöner Schuss. Muss man ja mal zugeben. Und damit rennen wir in den Rückstand hinterher. So, Leo Pöder auf dem Weg nach vorne. Geht rein ins Angriffsdrittel. Wird weggecheckt. Kann sich den Puck aber wiederholen. Bringt ihn rüber zu Möchel. Was? Der war nicht drin.
Glanzparade von Petri Wehan. Also glaube ich, ich habe nicht ganz drauf geachtet. Ich habe direkt auf Positioning meiner Spieler geachtet. Da kommt schon wieder Laurin Braun. Danny Sirrett übernimmt den Puck hinterm eigenen Tor. Puck kommt zu Valentin Busch. Busch! Versucht mit dem Schuss, geht aber daneben. Brody Dupont wird hart weggecheckt. 3 auf 1 Konter. Na, 3 auf 2, beziehungsweise jetzt sind wir auch wieder hinten. Die schnellen Passstaffetten von Berlin sind gefährlich und da ist das 2:0. Durch Talbot. Auf Vorlage von McQueen. Patrick Reimer jetzt. Ach, come on! Wir müssen zum Abschluss kommen. Andrew Kosek hat den Puck jetzt da übernommen, aber der Verteidiger ist schon wieder auf der Position, ey. Ja, was? Frank Hörtler da mit dem Spiel. Gott! Lecker zu Patrick Reimer. Der jetzt rein, sagen wir es, schneller als der Verteidiger und kurft das Tor da. Ja, sie nehmen jetzt übers Tor. Nee! Was? Scheiße, Konstantin Braun bringt den Puck raus. Barry Tellexen. Puck kommt zu Mahacek. Gefährlicher Pass an den langen Pfosten. Dupuis muss dahin. Der kommt hin. Dupuis könnte den Konter einleiten, wenn er nicht am Puck vorbeifahren würde. Da habe ich die Unart falsch kalkuliert. So, zu Patrick Reimer. Patrick Reimer gibt den Puck direkt wieder ab. 7 Sekunden noch. Nö, gibt den Puck auch direkt wieder ab. Was ist denn hier los? Mann! 2:0 nach dem ersten Drittel für Berlin. Sieht nicht gut aus für uns. Ah, scheiße. Oh, Bulli verkackt. Barry Tellexen schon wieder im Angriffsdrittel. Andrew Kosek hat den Puck. Ist auf dem Weg zu Petri Wehan mit der Rückhand. Nicht erfolgreich. Nochmal Kosek. Patrick Reimer da. Nochmal Reimer mit dem Schuss. Kosek vor dem Tor. Rückhand. Nein. Uiuiuiui. Ach so. Ach so. So, Danny Sirrett bringt den Puck jetzt raus über Patrick Reimer. Batterie des Controllers ist beinahe leer. Das ist sehr gut jetzt in dieser Situation. Ich krieg den Pass nicht durch. Willst du mich verarschen? Ah, läuft bei dir der Poke-Check. Blackout einfach mal überhaupt keinen Bock mehr. So, ja, sehen wir jetzt rein ins Angriffsdrittel. Hat aber wieder keine Anspielstation da im schnellen Konter. Der Pass wird auch direkt wieder abgefangen. Mahacek geht schon wieder weit. Das sah erst nach dem Eigentor aus, aber ich glaube, da war auch eine Torbehinderung bei. Ja, dieses war vom eigenen Schlittschuh rein, aber Darren Over hat da ganz klar Jochen Reimer behindert. Das Tor darf nicht gewertet werden. Jochen Reimer hatte keine Chance, den Puck abzuwehren, so. Sehen die Schiris auch ein. Finde ich gut. 14 Minuten noch zu spielen im zweiten Drittel, wir liegen mit 2:0 hinten. Wir müssen jetzt was in der Offensive reißen.
Brandon Seagal geht jetzt schon mal rein ins Angriffsdilemma. Oh mein Gott. Was war das denn? Weißt du, da soll ein harter One-Timer kommen und was macht der? Der passt ihn ja fast. Nein! Wieso Icing? Ich bin zuerst da. Warum? Oh, warum ging der denn wechseln? Das wäre so ein schöner Konter geworden. Ach so. Ja. Die wollt ja nur einen Pass spielen. So, Marius möchte jetzt. Komm. Martinovic fährt am Puck vorbei. Liebes jetzt. Muss es reißen. In der Verteidigung. Ja, guter Pass da. Aber guter Save auch von Reimer. David Stecke rein ins Angriffsdrittel. Mit dem Schuss. Petri Wehan ist nicht gut da, aber er ist da. Das war ein harter Check gerade. Wir gehen hinter Ziegler hinterher. Gehen nochmal hinter Ziegler hinterher. Bringen den Puck zu Steckel, der bringt den raus, aber auf Kosten eines Icings. Mann! McQueen gegen Steckel am Buddy. Super Save von Reimer. Bringt ihn zu Blecker. Will das Spiel schnell machen, Leo Pföderl. Geht rein ins Angriffsdrittel. Wird aber wieder abgelaufen da. Wobei, mit der Rückhand. Und wir haben kurz vor der Linie. Ah, 7:45 noch zu spielen. Nach wie vor 0:2. Patrick Bujas jetzt am Bulli gegen Darren Olver. Bulli geht an Berlin. Aber wir können ihn uns wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Können wir uns den Puck mal bitte holen, Leute? Können wir scheinbar nicht. Danny Silverett jetzt. Ja, Pass wird wieder blockiert. Es ist doch ein Witz. Berlin's in their own end and controlling the play. To Olver. So, Patrick Bujas jetzt. Alleine gegen zwei. Mit dem Schuss. Petri Wehan ist wieder da mit der Schulter. Valentin Busch fährt einfach dran vorbei. Milieu kommt auch nicht zum Puck da. Darren Olver aus spitzen Winkel. Milieu hat den Puck, aber es wird ihm einfach abgenommen. Aber das ist auch eine Strafe. Na Gott sei Dank mal. Powerplay und das müssen wir jetzt nutzen. Phil Dupuy verliert das Puck. Oh, Silverett, was? So, Seagal auf Yasin Ebetz. Ey, das ist doch ein schlechter Witz, wie leicht wir den Puck abnehmen. Okay, wir scheinen mit unseren beiden Verteidigern anzugreifen. Willst du mich verarschen? Kann jetzt auch mal ein Pass ankommen. Ja. Das ist, glaube ich, wieder ein Spiel, das ich abstimmen kann, als nichts klappt. Wie? Wie hat er mir denn den Puck abgenommen? Wie? Das macht keinen Sinn. Das war außer seiner Reichweite. Mann, das nervt doch. Kosek verpasst das Tor aus dem Winkel, ey. Kotent Hubert, Ryan. Ist nicht euer Ernst. Von da schießt Reinprecht daneben. Was soll ich denn da dann machen? Mann, 0:2 nach dem zweiten Drittel. Come on, wir müssen jetzt was schaffen. Oh, did he ever get
So, und wenn wir jetzt physisch stark spielen müssen, meine Güte, dann ist das so. Patrick Reimer fährt aber erstmal am Puck vorbei. Er wechselt halt nicht zum richtigen Spieler hin. Und das war Abseits, würde ich meinen. That play is offside, and so back to center ice for the face-off. So, wir gehen auf Full Offensive. Phil Dupuy. Phil verliert alle seine Bullies zurzeit. Das ist der Wahnsinn. Good jab with the stick there. Und wie hat er mir da den Puck abgenommen? Das macht keinen Sinn. Pass right up the wing. Good place to shoot from, and he does. Along the board, still battling. He knifed it away. Shoots one. Didn't miss by much. You know what, Doc? I can see why he missed the net. There was nothing there. He tried to be too fine. Ey, sag mal, jetzt wird's langsam schon wieder lächerlich. Oh, ich schieße den einen Verteidiger im Weg an. Willst du mich veräppeln? Come on, nicht euer Ernst. Gib mir den fucking Puck da. Leo Föderl jetzt. 12 Minuten noch in diesem Drittel. Föderl! Oh, so knapp! Festerling! Auch so knapp! Möchel hat jetzt gerade keine Anspielstation, läuft dann in den Gegner rein. Weißt du, Puckkontrolle ist auch was anderes, ey. Ein Gegner kommt an, Puck ist weg. Ihn gerade auf jeden Fall wie ein Tabellenführer. Nur wechselst du mal zum richtigen Spieler hin! Mann, das kotzt mich immer so an bei diesem Spiel. Es gibt einen logischen Anspieler und er wechselt zu allen anderen. Meine Fresse, ey. Ja, jetzt liegen wir 3-0 hinten, haben noch 9 Minuten und das Spiel ist verloren. Ja. Pokecheck wieder komplett daneben. Ryan Precht wird den Puck auch sofort wieder abgenommen. Es ist doch einfach nur lächerlich gerade schon wieder. Sechseinhalb Minuten noch. Big face-off win. You could almost count that one, but no. Puck gathered in by Braun. Berlin's carrying on up the wing. Let's a shot go. Nearly grazed the iron on that. Here's one of those times where you look at the net and there's nothing there. That's where you just got to shoot for the center of the net. Machen wir noch den Ehrentreffer heute? Ich tippe auf Nein. Wo haut er den denn hin? Boah. Hey, da ist das Tor. Bullshit, ey. Was ist das denn jetzt schon wieder? Sag mal.
Was glaubt ihr, zu wem sollte der Pass gehen? Zu Ryan Prechter ganz außen oder zu Blecker in der Mitte? Ganz genau, zu Blecker. Aber interessiert das irgendwen? Nö, und Ryan Prechter hat jetzt auch keinen Bock mehr loszufahren. Und da ist doch noch der Anschlusstreffer. Meine Güte, wir schießen Wehrhahn von hinten an. Und machen 2,5 Minuten vor Ende des Spiels das 3:1. Aber ja, 15. Saisontor von Steven Reinkrecht. Philippi gewinnt tatsächlich auch nochmal einen Bulli heute. Gibt den Puck aber sofort wieder ab, wenn er ihn bekommt. Und da ist ein ausnahmsweise mal wirklich guter Save von Reimer hier. Wieso haut ihr den immer wieder drüber? Ich verstehe es nicht. Und dann kommt wieder so ein unlucky Ding. Weißt du, ich habe ihn schon abgewehrt und dann springt er über zwei Stationen wieder zum Berliner hin. Da schreibt mich der gute Scroll gerade an. Was war das denn jetzt schon wieder? Boah, NHL, ey. Was ist da los dieses Jahr? Wie kann das keine Strafe gewesen sein? Valentin Busch, die letzten 10 Sekunden. Und da ist der Puck wieder weg. Und das Spiel ist rum, wir verlieren 3:1. Was ein Bullshit. Ja, nein, nicht sofort Replay. Ach Mann, ist so ätzend. Ärgert mich. Aber gut, liebe Leute, machen wir nichts bei. Ich hoffe, das nächste Spiel wird wieder besser. Ich weiß gerade gar nicht, was unser nächster Gegner ist und wann das nächste Spiel ist. Ich schätze mal am 23. Als nächstes empfangen wir die Schwenninger Wild Wings. Und zwar am 23. Dezember. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einen Tag vor Weihnachten wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und haut rein. Bis die Tage. Einen schönen Start in die Woche wünsche ich euch. Ciao.